Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, bei Ihnen zu sprechen. Ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, das Energieprogramm der AfD möglichst zu erklären. Und dazu habe ich mittlerweile drei Vorträge. Einen habe ich ja vor einiger Zeit hier gehalten. Das war der Vortrag Elektromobilität und Energiewende. Und heute sind wir hier beim zweiten, CO2, Fluch oder Segen. Dann gibt es noch einen dritten Vortrag, den ich noch nicht gehalten habe, aber den ich soweit fertig habe. Der geht über Kernkraft verständlich. Und dann bin ich jetzt dabei, noch einen vierten Vortrag zu machen, weil ich mit Herrn Spaniel, unserem Bundestagsabgeordneten, der für die Energietechnik auch zuständig ist, gesprochen habe, und unsere Bundestagsabgeordneten wollen eine synthetische Benzintechnik favorisieren, dass wir also Kernkraftwerke bauen, die möglichst Prozesstemperatur, also 1000 Grad produzieren, und damit kann man synthetisches Benzin erzeugen. Ich bin aber der Meinung, dass das Energieverschwendung ist, synthetisches Benzin zu erzeugen, dass es besser ist, Alkohole zu erzeugen, weil man Alkohole einfacher machen kann, man braucht keinen Wasserstoff dazu. Um Benzin zu erzeugen, muss man erst CO2 mit Wasser umsetzen, damit man CO bekommt, und das muss man dann hydrieren. Man braucht also viel Wasserstoff. Das braucht man bei Alkohol nicht. Und dann gibt es neue Techniken, die außerordentlich interessant sind. Man kann mit Methanol eine Brennstoffzelle betreiben. Das heißt, man kann mit Methanol direkt elektrischen Strom in eine Brennstoffzelle machen. Das heißt, man könnte ein Auto mit Methanol tanken, Brennstoffzelle rein und Elektromotor. Also als langfristiges Konzept. Wir werden noch lange unsere Kohlenwasserstoffe haben. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir sie noch lange nutzen werden und dass die ganze Elektromobilität, so wie sie jetzt angedacht ist, zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Und zwar, die Brennstoffzelle läuft ja normalerweise mit Wasserstoff. Ja. Was wäre der Vorteil vom Alkohol statt Wasserstoff in der Brennstoffzelle? Ja, allein der Transport und die Lagerung. Und die Herstellung auch. Wasserstoff ist so schwierig in dichten Behältern aufzubauen. Wasserstoff braucht man etwa 700 Bar, um vernünftige Mengen unterzubringen in einem Auto. Und ein Behälter, der 700 Bar aushält, hat schon selbst ein paar hundert Kilo. Dann die Gefahr beim Tanken, also mit 700 Bar würde ich meine Frau nicht tanken lassen. Das ist schon eine spezielle Technik, die man dann braucht. Und das Dritte ist, die Erzeugung von Wasserstoff ist sehr ineffektiv. Natürlich kann man aus Überschussstrom Wasserstoff machen, und wenn man dann sagt, der Strom kostet nichts, dann kostet der Wasserstoff nichts. Aber da lügt man sich ja selber in die Tasche. Also es ist besser. Alkohole kann man über die verschiedensten Prozesse machen. Man kann das natürlich biologisch machen, das wisst ihr alle, haben wir heute schon gesprochen. Man kann Methanol aus Wassergas machen, man kann Methanol aus CO2 machen, aus Holz machen. Also da gibt es eine Vielzahl von chemischen Möglichkeiten. Und man kann ihn einfach transportieren in einem Tank und kann ihn einfach lagern. Und deswegen werde ich hier noch einen vierten Vortrag anschließen, demnächst Alkoholwirtschaft. So, da sind wir. Ja, Ziel des Vortrages, ich will nicht das CO2-Problem erklären, sondern am Ende soll klar sein, dass es kein CO2-Problem gibt. Weiter sollen die Verhältnisse der menschlichen Wärmeerzeugung und der Erderwärmung beleuchtet werden. Also, dass man ein paar Zahlen sieht, was bedeutet denn, was der Mensch an Wärme erzeugt im Vergleich zur Natur. Ja. Und das nächste, der Treibhauseffekt soll bewertet werden. Den Treibhauseffekt gibt es, wir werden den auch noch erklären. Der Treibhauseffekt ist nicht so simpel, wie er in den Medien erklärt wird und in der Populärwissenschaft. Das ist schon etwas komplizierter. Und dann die Frage, wo entsteht CO2 und wo verbleibt es? Denn das ist eine sehr interessante Frage, die in den ganzen Medien heute nicht behandelt wird. Ihr werdet sehen, wir erzeugen so viel CO2, das ist unglaublich, aber es verschwindet. Das ist das Schöne daran. Und es ist schon immer verschwunden. Und deshalb leben wir Menschen und deshalb gibt es Pflanzen. Wir fangen heute ganz früh an. Früher geht nicht. Wir fangen beim Urknall an.
Wenn man mal so alt ist wie ich, dann sind 13,77 Milliarden Jahre gar nicht mehr so viel. Ja, ich finde das schon interessant. Ne? Das ist ein, wir schmeißen heute mit Milliarden Euros, mit Milliarden Dollars herum, nicht? Und das sind Milliarden Jahre. Ja, wir haben uns an die Milliarden gewöhnt. Und wenn man bedenkt, dass es vor 13,77 Milliarden gar nichts gab, nichts, dann denke ich, ist das schon beeindruckend. Und das soll auch Teil meines Vortrags sein, dass wir ein bisschen mehr Respekt vor der Natur bekommen, dass die Natur an sich macht, was sie will. Und dass das von uns nur ganz marginal beeinflussbar ist. Also vor 13,77 Milliarden gab es den Urknall. Und nach so und so vielen Sekunden entstand die Zeit. Denn die gab es auch vorher nicht. Es kann eine Zeit nur geben, wenn es Bewegung gibt. Und wir messen die Zeit ja auch nur mit Bewegung. Wir messen eine Pendeluhr, wir schauen auf die Sonnenuhr, wir haben eine Quarzuhr, das ist nur Bewegung, da wird nur gemessen, wie oft ein Quarzkristall geschwungen hat. Und das ist Zeit, das nennen wir Zeit. Und wenn wir uns vorstellen würden, dass das gesamte Weltall plötzlich stehen bleiben würde und abkühlen auf 0 Grad Kelvin, würde die Zeit wieder verschwinden. Denn es gibt keine Möglichkeit mehr, die Zeit zu messen. Weil es keine Bewegung mehr gibt. Zu dieser Zeit ist auch die Schwerkraft entstanden. Und die Superkraft. Diese Superkraft hat sich dann, ja, nach einer nicht sehr langen Periode, hat sich die dann aufgespalten in die starke Kraft, die es heute noch gibt, das ist die Kernkraft, und in die elektroschwache Kraft. Die Kernkraft, das ist jene Kraft, die unsere Atomkerne zusammenhält. Ja. Und nach einer weiteren, ja, nicht mal Millisekunde, hat sich diese elektroschwache Kraft nochmal gespalten in eine schwache Kraft, die wir heute noch als Beta-Strahlung messen, im gesamten Weltall, und in die elektromagnetische Kraft, die wir überall wieder beobachten, wo es Elektromagnete, wo es ausgerichtete Ladungen gibt. Dann sind die Grundatome, aufgrund dieser Kräfte sind die Grundatome entstanden. Durch die starke Kraft sind Protonen und Neutronen zusammengekommen und haben zusammengehalten und haben die ersten Atome gebildet, Wasserstoff und Helium. Wasserstoff besteht aus einem Proton und einem Elektron, Helium besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen und zwei Elektronen. Und diese beiden Stoffe entstanden im Verhältnis 75 zu 25. Das waren die ersten Atome, die das Weltall erfüllt haben. Und jetzt, das heutige Weltall, das ist auch eine Zahl, die man kaum glaubt, besteht zu 90% aus Wasserstoff, zu 9,9% aus Helium und zu 0,1% sind alle anderen Stoffe. Die Sonne ist, glaube ich, viel Wasserstoff und Helium. Die Sonne besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff, das verbrennt geradezu Helium. Ja, das ist ja das, was weiter passiert ist. Nicht? Aus diesem Wasserstoff und dem Helium, das durch die Schwerkraft sich zusammenballt und so zusammenballt, bis irgendwann die Kerne verschmelzen. Das nennt man Kernfusion. An der forschen wir heute noch und das soll die Energieerzeugung der Zukunft sein. Das ist damals passiert. Durch Kernfusion sind unsere Sterne, unsere Monde und alle unsere Materie entstanden. Und es ist auch ganz einfach zu erklären, warum das Verhältnis der Elemente so ist, wie es heute ist. Weil alles am Ende Eisen wird. Eisen hat die niedrigste Bindungsenergie. Und alle Elemente, die leichter sind, vom Wasserstoff, Helium, Natrium, Kalium, die werden alle fusioniert im Laufe der Jahrmilliarden zu Eisen und schwereren. Und die schwereren werden gespalten zu Eisen. Und deshalb besteht die Welt zum Großteil aus Eisen. Das ist jetzt so eine Zusammenstellung.
Da müssen Sie sich jetzt dran gewöhnen, an logarithmische Darstellungen. Hier sieht man die Zusammensetzung des Sonnensystems, Wasserstoff, Helium und alle anderen Elemente. Aber die Skala ist logarithmisch. Und das macht man deswegen, wenn diese Skala nicht logarithmisch, sondern linear wäre, und das wäre der Wasserstoff, dann würde man alle anderen nicht mehr sehen, die wären nicht mehr da. Denn das sind 10 hoch 11 und das sind 10. Umgekehrt kann man sagen, das ist Beryllium, das hat etwa 10 mm Höhe, diese Säule. Linear würde die Wasserstoffsäule daneben 6000 Kilometer hoch sein. Ja, so sind die Verhältnisse. Ja, die Häufigkeit der Elemente auf unserer Erde, dass wir viel Eisen haben, darüber habe ich schon gesprochen. Sehr viel Silizium, das hatten Sie eben auch in der Hand. Viel Sauerstoff, Magnesium und alle anderen Elemente sind eigentlich nur untergeordnet. Und das, was Sie vielleicht auch erstaunen wird, wo ist der Kohlenstoff? 0,087%. Das ist das, aus dem wir gebaut sind. Das ist das Öl, das ist das CO2, das ist das, von dem wir heute sprechen. Ja, wie ist dieses alles entstanden? Die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren hat geglüht. Und in diesem Zustand waren die Metalle noch reine Metalle. Und der Sauerstoff war Sauerstoff. Und dann kühlte die Erde ab und der Sauerstoff verband sich mit den Metallen und bildete die ganzen Oxide, die wir teilweise heute noch finden. Wenn wir heute Eisenoxid finden, unsere Eisenlagerstätten, sind die damals durch diese Oxidation entstanden. Und so verschwand der gesamte Sauerstoff auf der Erde. Vollkommen gebunden. Dann gab es keinen Sauerstoff. Und dann ging es weiter. So, da kommen wir dann noch zurück. Was da alles noch passiert ist, das ist eine ganze Menge an elektromagnetischer Strahlung, die da entstanden ist. Und ich habe hier mal aufgezeichnet, welche Strahlungen es gibt. Das ist ja ein Kontinuum von verschiedenen Wellenlängen. Das fängt bei ganz langen Wellen an, Radiowellen, die sind 2-3 Kilometer lang, eine Welle. Und geht dann über Mikrowellen, Infrarot, das sichtbare Licht, zum Ultraviolett, zum Röntgen, bis zu den Gammastrahlen. Und die Gammastrahlen sind die am höchsten energetischen Strahlen, die es gibt. Sind in der Größenordnung der Atomkerne die Wellenlänge. Ja? Und der Kehrwert der Wellenlänge ist die Frequenz, ist das Umgekehrte. Ja? Die Frequenz ist hier 10 hoch 4 Hertz, also 10.000 Schwingungen pro Sekunde, machen Radiowellen. Ja, und hier sind es 10 hoch 20. Ja, das sind wieder gewaltige Größenordnungen, also extrem kurzwellig und energiereich. Ja, hier ist noch ein Vergleich der Wellenlänge mit Dingen, die man kennt. All dies, diese elektromagnetische Strahlung, entspricht immer einer Temperatur. Und hier sehen Sie die Temperatur, die dazugehört. Ein Körper, der minus 173 Grad hat, 100 Grad Kelvin, der strahlt nur Infrarot aus. Der strahlt natürlich keine Gammastrahlen, keine Radiowellen aus. Ein Körper, der 10.000 Grad hat, das ist in etwa unsere Sonne hat 6.000 Grad, strahlt dieses Spektrum aus. Darauf werden wir dann noch kommen, weil das wichtig ist für unsere Erde. Ja, und bei noch höheren Temperaturen, 10 Millionen Grad, diese Körper strahlen dann im Röntgen- und im Gamma-Bereich. So, das eine ist Strahlung, das andere, was uns auch noch als Menschen sehr betrifft, ist die Wärme. So, was ist Wärme? Wärme ist nur Bewegung. Ja? Wenn man ein Gas hat. Wir glauben immer, dass das Gas, das uns umgibt, dass diese Moleküle hier in Ruhe sind. Das ist bei weitem nicht so. Da gibt es die sogenannte Brownsche Molekularbewegung.
In einer Millisekunde bewegt sich ein Gasatom so, wie das hier aufgezeichnet ist. Und stößt, bei jedem Umlenkung stößt es an ein anderes Gasmolekül und regt dieses an. Und diese Stöße, das ist das, was wir als Luftdruck spüren. Die Stöße, nicht das Gewicht, sondern die Stöße. Durch eine zweite Art der Wärme sind Schwingungen. Also hier ist es die Bewegung von Gasen und Wärme kann man auch speichern oder hält sich auch in Schwingungen. Wenn man, das ist ein CO2-Molekül dargestellt oder ein Wassermolekül, wenn man das erhitzt, dann schwingt es schneller. Und das muss man sich so vorstellen, wenn wir Wasser kochen, dann führen wir Energie zu. Die Energie führt dazu, dass die Wassermoleküle immer mehr schwingen. Und bei 100 Grad verlassen sie die Oberfläche. Ja, weil sie so stark schwingen, so stark in Bewegung sind, dass sie aus dem Flüssigkeitsverbund herausgehen. Und ja, und dann Feststoffe. Wenn Feststoffe warm sind, dann ist das so schematisch wie hier, als wären die einzelnen Atome und Moleküle mit Federn verbunden und die schwingen. Und je heißer wir diesen Stoff machen, umso mehr schwingen die Atome hier dazwischen. Das ist Wärme. Und Wärme ist jene Energie, die zwischen zwei Systemen nur aufgrund der unterschiedlichen Temperatur übertragen wird. Ja? So, und da haben wir wieder zwei Dinge. Wir haben einmal die Wärmeleitung und wir haben, das ist der Übergang zwischen zwei Systemen, die aneinander sind. Ja, Wärmeübertragung, ja, wenn wir uns die Hand geben, meine ist kalt, deine ist warm, ja, dann ist Wärmeübertragung. Und das zweite ist Wärmestrahlung. Das ist bei zwei Stoffen oder bei zwei Körpern, die nicht miteinander gekoppelt sind, die einen bestimmten Abstand haben. Die strahlen, wie die Sonne zur Erde strahlt oder wie ein glühendes Eisen strahlt, das spürt man. Und da werden wir schon die erste interessante Beobachtung machen. Wir haben noch nie erlebt, dass es von einem niedrigeren, von einem kälteren Körper zu einem wärmeren strahlt. Sonst könnten wir nämlich mit einem kalten Heizkörper die Wohnung heizen. Das können wir nicht, bekanntlicherweise. Nicht? Aber das ist so etwas, was uns die Grünen erzählen. Dass es eine Rückstrahlung gibt aus dem Weltall, die Sonne strahlt, die Wärmestrahlung steigt auf und dann gibt es eine Rückstrahlung aus der kalten Atmosphäre auf die warme Erde. Das ist Unsinn im Wesen, es gibt eine ganz kleine Ausnahme, auf die komme ich dann am Ende noch. Ja, es gibt eine Verhinderung der Abstrahlung durch die Atmosphäre, durch Wasser in der Luft zum Beispiel. Da kommen wir noch ganz detailliert drauf. Ja. So, jetzt ein paar Zahlen zur Sonnenenergie. Es gibt die Solarkonstante, also das, was die Sonne an Wärme auf die Erde bringt, das sind 1367 Watt pro Quadratmeter. Und auf der Oberfläche kommen davon 1025 Watt pro Quadratmeter an. Also da sieht man, da verschwindet schon wieder ein bisschen was, nämlich in der Atmosphäre. Und das verschwindet durch Absorption. Wenn man dann die Aufstrahlfläche noch nimmt, dann kommen auf der Erde 127.000 Terawatt an. Und wenn man das jetzt vergleicht, wir Menschen, wir erzeugen 100.000 Terawattstunden im Jahr, also das sind umgerechnet auf ein Jahr, 24 Stunden, 365 Tage, diese 127 Terawattstunden, das sind dann 1,1 mal 10 hoch 9 Terawattstunden pro Jahr. Ja? Also das ist eine Leistung, ja? Und das ist eine Frage. Bitte. Die Solarkonstante der Erde, 1367 Watt pro Quadratmeter, in welchem Zeitraum ist das? Dort, wo die Sonne aufstrahlt. Das ist ja eine Leistung. Also die Leistung permanent, ja. Ja, ja. Dann können wir also Endorphinenergie dann auch. Ja, selbstverständlich, das machen wir ja. Das machen wir ja mit der Photovoltaik, nehmen wir genau diese Strahlung.
Ja, permanent. Nachdem sich unsere Erde dreht, ist es nur für einen halben Tag. Ne? Ja? Aber es ist einfach die Aufstrahlfläche der Erde gerechnet, also als wenn die Erde eine Scheibe wäre. Ja? So ist das gerechnet. So strahlt ja die Sonne mit parallelen Strahlen auf die Erde. Und da sind das auf dieser Scheibe pro Quadratmeter 367 Watt. Ja? So, wenn wir jetzt vergleichen, die Wärme, die wir Menschen erzeugen, sind 100.000 Terawattstunden und durch die Sonne so viele Millionen, also 1,1 Milliarden Terawattstunden. Also die Sonne erzeugt 11.000 Mal mehr Wärme, als wir Menschen erzeugen. Wir entnehmen doch wahrscheinlich Wärme oder Energie aus anderen Stoffen, Nahrung. Ja, genau. Wir erzeugen aus Kohle, aus Öl erzeugen wir Wärme, ja? Oder durch Arbeit. Wenn wir Arbeit umsetzen in einer Kanonmaschine, dann erzeugen wir auch Wärme, darum ist ein Motor heiß. Eigentlich ist Verschiebung. Also eigentlich neutral. Ne? Ja, wir verwenden die Wärme, die schon vor Jahrhunderten von der Sonne auf die Erde kam und Kohle bildete, die verwenden wir heute. Also wie gesagt, die Sonne erzeugt 11.000 Mal mehr Wärme als der Mensch. Wir wollen ja heute über Erderwärmung reden, die so gefährlich ist. Nicht? Und da sieht man mal die Verhältnisse. Nicht? Ein Elftausendstel ist das, was der Mensch macht. So, wir haben ja darüber gesprochen, dass am Anfang die Erde aus Metallen bestand, die den ganzen Sauerstoff gebunden haben. Und dann war die Erde im Ursprung nur mit Kohlendioxid voll. Die Atmosphäre war reines CO2. Ja, ihr erinnert euch, nicht? Der Sauerstoff, der da war, hat im Prinzip alles verbrannt, was da war. Hat das Calcium, das Natrium, das Magnesium, das Eisen, den Kohlenstoff, alles verbrannt. Und alles war oxidisch. Und den Wasserstoff auch zu Wasser. Ja? Also war die Atmosphäre am Ende nur CO2. So hat die Erde einige Jahre existiert. Bitte achtet hier wieder drauf, leider sind im Internet diese Grafiken so unschön gemacht, dass immer logarithmische Skalen sind. Das macht der Wissenschaftler so, hat auch einen gewissen Sinn. Aber so etwas ist schon Unsinn. Auf der linken Seite eine logarithmische Skala, auf der rechten auch eine und beide unterscheiden sich noch. Also man kann hier genau das sehen, was der die Grafik gemacht hat, möchte, dass man sieht. Ja, und das sehen Sie dann gleich. Ich habe das nämlich linearisiert und dann sieht das ganz anders aus. Nicht? Man glaubt, dass das Kohlendioxid hier runtergegangen ist, hier ist der Sauerstoff entstanden. Nicht? Wenn Sie jetzt schon mal genau hinschauen, das ist der Sauerstoffpartialdruck, ist der von 10 hoch minus 13 auf 10 hoch minus 4 gestiegen. Ja? Also von 0,13 Nullen und 1 auf 0,4 Nullen und 1. Bitte. Habe ich das richtig verstanden? Zwischen 2,5 und 1,5, denke ich mal, das heißt Milliarden Jahre, ist der Sauerstoff fast so gesättigt, dass er dann mal Existenz dann wieder braucht. Der Kohlenstoff da unten in den CO2. Ja, das hier meinen Sie? In der Mitte, genau wo die Kreuzung ist. Ja. Dass da die Sättigung schon verstreckt ist? Nein, das ist eben nicht so. Ja? Aber das ist einfach mehr Sauerstoff als CO2. Nein, das ist eben, weil hier diese Skala auch logarithmisch ist. Der Sauerstoff hier, das ist fast nichts. Ja? So, von 10 hoch minus 13 auf 10 hoch minus 4. Irritiert ja? Ein bisschen. Ja, eben. Das ist das Problem. Ich komme am besten gleich zu der nächsten Grafik. Hier wollte ich nur zeigen, dass dieser Ausschnitt bedeutet diese Zeit, da kommen wir dann noch dazu. Und hier habe ich das Gleiche linearisiert. Das ist exakt das Gleiche. Ja? Aber nur sehen Sie hier, dass der Partialdruck, jeder Abstand hier ist gleich viel. Das ist eine lineare Skala. Und ich habe auch nur eine Skala und habe nicht rechts eine andere. Und da sehen Sie jetzt, dass das CO2 gesunken ist. Da, wo es angestiegen ist, in der vorigen, das sehen Sie nicht mehr. Weil das praktisch null war. Ja? Das ist nur verzerrt durch die logarithmische Darstellung. Ja? So ist es wirklich passiert. Und was ist dann passiert? Erst vor einer halben Milliarde Jahre kam es zu der sogenannten Sauerstoffkatastrophe. Weil hier, das sieht man, hier beginnt
die Photosynthese. Bei einem CO2-Gehalt von etwa 10%. Ja. Dann entstanden Algen und Flechten. Mit der Photosynthese entstand schon etwas Sauerstoff, aber der verschwand wieder, weil noch genug zu oxidieren da war. Ja? Deshalb ist der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre nicht gestiegen. Bis es dann zu dem Punkt kam, wo alles oxidiert war. Und erst dann kam es durch die Photosynthese zu einem Anstieg des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Und das nennt man die große Sauerstoffkatastrophe. Denn bei diesem Prozess sind die alle kaputt gegangen. Ja? Alle diese Einzeller und Bakterien, die in so einem hohen CO2-Gehalt leben konnten und ohne Sauerstoff, die sind hier wegoxidiert worden, die konnten nicht überleben. Und so hat sich das Ökosystem dramatisch gewandelt bei dieser Sauerstoffkatastrophe. Und es sind dabei, ist das Ökosystem entstanden, das wir heute kennen. Das davor war ein anderes. Ja? Und hier mit diesen Sauerstoffgehalten in der Luft konnten dann schon die ersten Schalentiere entstehen, die ersten Landpflanzen, dann die Wirbeltiere und der Sauerstoff stieg immer weiter an, weil die Photosynthese immer weiter ging und immer mehr von dem CO2 umgewandelt wurde in Sauerstoff, den wir Menschen und die Tiere dann veratmen können. So, und jetzt auf dieser Skala sehen Sie dann noch, hier ist der erste Mensch gekommen und hier der Homo sapiens. Also ich denke, das ist auch noch sehr eindrucksvoll und stellt dar, was unsere Menschheit eigentlich im Verlauf der Erdgeschichte bedeutet. Das sind auch alles Hypothesen. Also ich bin Skeptiker. Also was vor 1,5 Milliarden war, das konnte uns keiner ja messen. Nicht? Doch, das ist, kann man ganz das einfach. Sind alles Hypothesen. Das nein, nein, das kann man. Nein, das kann man ganz gut erforschen. Wie? Man kann zum Beispiel, weiß man, welche Temperaturen vorherrschen. Und über die Temperaturen, das kann man heute im Labor simulieren. Ja, man kann unsere Stoffe, die wir so im Schnitt haben, auf diese Temperatur bringen und einige Zeit lassen und dann messen, was wird denn. Das Ganze geht natürlich rückwärts auch. Das sind alles Gleichgewichte. Ja? Da bestehen auch keine unterschiedlichen Meinungen in der Wissenschaft. Nein, das ist da eine gibt es. Gut, nur mit der. In der Wissenschaft ist das immer ein Problem, wenn es keinen Widerspruch gibt. Es ist ja auch Konsens, nicht? Dass es die Erderwärmung gibt, das ist Konsens. Nee, das ist nicht. Ja. Schon die Wärme, ja, ja. Aber wo sie herkommt, das ist kein Konsens. Ja, aber Arnim hat schon recht, man soll alles etwas skeptisch betrachten. Aber diese Dinge kann man rein aufgrund der Stoffeigenschaften, kann man die rekonstruieren. Es gibt ja wohl Analysen von Baumstämmen oder Fossilien, ich glaube, das ist so eine Methode, ja. Glaube, ne? Ja. Ja. Das ist Mais eingeschlossen. Ja, ja, aber diese Dinge, also das, was hier vor 3 oder 4 Milliarden Jahren passiert ist, da hat man keine Proben, nicht? Sondern das kann man einfach aufgrund der Stoffkonstanten, kann man das ermitteln. Ja, dann können wir hier nochmal kurz zurückkommen, weil das ja nicht unwichtig ist. Das sind diese 600 Millionen Jahre, ne? Da ist dieses passiert, sieht man hier nochmal diese Sauerstoffkatastrophe und hier sieht man, wie sich der CO2-Gehalt in der jüngeren Zeit verhalten hat. Also wir kommen, die Welt hat schon viel, viel mehr CO2 erlebt, als wir heute haben. Wir sind eigentlich am untersten Ende angelangt. Und es wäre sehr gefährlich, wenn der CO2-Gehalt weiter sinken würde. Denn wir leben davon. Ja? Wir leben nicht vom Sauerstoff, wir leben vom CO2. Und das dürfen wir nie vergessen. Und da werden wir dann auch noch ein paar Zahlen sehen. So, jetzt, wo ist der Kohlenstoff hin? Das bisschen Kohlenstoff, das wir haben, sind immerhin 600 Milliarden Tonnen. Auch wenn es nur ein paar Prozente sind, dann wiegt das doch immer einiges. Und der meiste Kohlenstoff steckt heute im Kalkgestein. Das ist der Prozess, den wir vorhin beschrieben haben. Erst war Calcium da, das wurde oxidiert mit Sauerstoff
Und das Calciumoxid hat sich mit dem CO2 verbunden zu Calciumcarbonat. Das ist dann der Kalk. Das ist in diesem Erdverlauf, den ich vorhin beschrieben habe, passiert. Dann haben wir noch 15 Millionen Tonnen Kerogene. Kerogene sind die Vorprodukte zu Erdöl, Kohle und Erdgas. Also da gibt es noch gewaltige Reserven. Denn wenn Sie bedenken, die heutigen Vorkommen an Kohle, Erdöl und Erdgas sind gerade mal 4.000 Milliarden Tonnen. Was sind nochmal Kerogene? Ist das Kerogene. Holz oder was? Also Bäume, die gerade verrottet, ja, die verrottet sind, verdichtet sind, aber die noch nicht zu Kohle und noch nicht zu Öl geworden sind, sind also Kohlenstoffreserven, die in der Erde stecken. Die sich auch noch umwandeln. Die sich auch noch umwandeln. Über die Millionen Jahre oder Billionen. Ja. Ja, wir werden sehen, es gibt auch noch viel schnellere Prozesse, wie sich der Kohlenstoff umwandelt. Aber hier wollte ich eigentlich nur mal auf diese Verhältnisse aufmerksam machen, wo der Kohlenstoff sitzt. Ja, Gashydrat, 10.000 Milliarden Tonnen, auf das kommen wir noch. Das ist Methan. Gashydrat ist Methan plus Wasser, CH4 plus Wasser, bildet bei hohem Druck und Kälte einen Kristall. Werden wir dann noch sehen. Das ist sehr schön. Ja, in den Böden 1.500 Milliarden Tonnen, in der Atmosphäre, das ist dann das CO2, 800, und die Lebewesen machen gerade mal 740 aus. Wir selbst. So, jetzt kommen wir zur Zusammensetzung der Luft. Die ist ja so schlecht geworden. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, wie die Luftzusammensetzung im Jahr 1800 war und wie sie im Jahr 2015 war. Und da sieht man, nicht, das ist der Stickstoff, das ist der Sauerstoff, das ist das Argon, nicht, und dann sehen Sie noch die anderen Edelgase, dann sehen Sie das CO2, nicht, das sehen Sie alles hier. Nämlich. Ja. Ja, also wenn man mit einem klaren Kopf sich die Verhältnisse anschaut, ja, dann kommt man eben zu anderen Schlüssen, als uns heute weiß gemacht wird. So sieht die Situation aus. Also das ist die Zusammensetzung 1800 und das ist sie im Jahr 2015. Also es ist ein bisschen mehr Methan geworden, die Edelgase sind gleich geblieben und das Kohlendioxid ist von 0,029% auf 0,036% angestiegen. Und das ist nicht wegen der Menschheit angestiegen. Das CO2 in der Atmosphäre, wenn man das jetzt zusammenzählt, diese 400 ppm sind 3200 Gigatonnen. Das Interessante ist, die Löslichkeit. Wir kennen das immer, dass sich Stoffe besser lösen, je wärmer es wird. Wir erwärmen den Tee, wenn wir den Zucker reintun, damit sich der Zucker schneller löst. Bei Gasen ist das umgekehrt. Gase lösen sich umso besser, je kälter die Flüssigkeit ist. Und das beobachten wir beim Mineralwasser. Wenn wir Mineralwasser aufmachen, dann zischt es erstmal, weil das unter Druck ist. Und wenn wir das Mineralwasser warm machen, dann ist es kein Mineralwasser mehr. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das schon beobachtet haben, wenn Sie einen Topf Wasser auf den Herd stellen und heizen, dann fängt der plötzlich dann an zu brummen. Ja? Und hört wieder auf. Und dieses Brummen, das ist das Ausgasen. Dabei entstehen ganz kleine Gasbläschen und die kavitieren und die machen den Lärm, den man hört. Und beobachten Sie das mal beim Kochen, das hört dann wieder auf und dann müssen Sie lange weiterheizen. Und dann fängt es wieder zu brummen an. Und dann brummt das Wasser. Denn am Boden wird dann das Wasser so erhitzt, dass Wasserdampfblasen entstehen. Und dann werden Sie sehen, die steigen erstmal nicht auf, sondern die verschwinden wieder, weil sie durch das kalte Wasser immer wieder kondensiert werden. So lange, bis das ganze Wasser 100 Grad hat und dann wallt das Wasser. Ja? Also auch da dieses erste Brummen sind gelöste Gase im Wasser, die das Wasser aber verlassen. Ja, und beim CO2 ist die Situation so,
Bei 3 Grad Celsius lösen sich 3 Gramm pro Liter in Wasser und bei 25 Grad lösen sich nur 1,4 Gramm pro Wasser. Und da wir wissen, dass wir Ozeane haben, die ganz unterschiedliche Temperaturen haben, und wenn wir dann bedenken, dass die Löslichkeit von CO2, das in der Atmosphäre ja allgegenwärtig ist, so unterschiedlich ist, dann wissen wir, dass da auch gewaltige Gleichgewichtsverschiebungen stattfinden müssen. Und das ist so, dass etwa 300 bis 400 Gigatonnen CO2 pro Jahr am Äquator ausgasen, weil das Wasser dort wärmer ist. Das CO2 wird durch die Luft über die Erdoberfläche verteilt und löst sich im Polargebiet, im kalten Wasser, wieder auf. Und wird mit dem kalten Wasser wieder in Richtung des Äquators transportiert, meist unterhalb der Oberfläche, diese kalten Strömungen, kommt dort nach oben und dort gast das CO2 wieder aus und bewegt sich wieder Richtung Nordpol und Südpol. Also das sind gewaltige Tonnen, das sind Tonnagen, da ist der Mensch mit seiner Erzeugung weit davon weg, die dadurch entstehen und wieder verschwinden. 1992 gab es ja die La Niña-Abkühlung. Und schon 1974 hat der Spiegel geschrieben, Katastrophe auf Raten. Ja immer. Kommt eine neue Eiszeit. Nicht gleich, aber der verregnete Sommer in Nordeuropa, so befürchten Klimaforscher, war nur ein Teil eines weltweiten Wetterumschwungs. Ein Vorgeschmack auf kühlere, nassere Zeit. Wenn man heute hört. Ja. Der Heumann ja. Der Spiegel 1977. Ja. Wärmeperiode geht zu Ende. Klimaforscher haben die Hauptursache der Eiszeiten erkannt. Unregelmäßigkeiten im Lauf der Erde um die Sonne. Ja, wird heute völlig negiert. Die Sonne hat keinen Einfluss auf die Erderwärmung. Die gegenwärtige Wärmeperiode, sagen sie vorher, geht zu Ende. Wirtschaftswoche 74, Planet geht neuer Eiszeit entgegen. Also diese damals war der Wort auch Menschen. Ja. Der war damals bei der Wirtschaftswoche. Nach der La Niña-Abkühlung, das diese Wetterphänomene, die La Niña und El Niño, die entstehen immer dann, wenn aus irgendeinem Grund größere Luft- oder Wassermassen in eine andere Richtung driften, als das vorher der Fall war. Dann kommt es entweder zu einer Erwärmung oder zu einer Abkühlung am Äquator und das hat dann große Auswirkungen auf die Winde. Ja, darauf der Spiegel, ja, der Sommer, der nie endet. Das war 2018. Und das hat auch 2018. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Zahlen. Jetzt sehen Sie hier, von diesen 300 bis 400 Gigatonnen CO2, die ausgasen und um die ganze Welt bewegt werden und wieder in Lösung gehen, das vom Menschen erzeugte ist gerade mal 10% davon. Und das geht natürlich unter, das ist ja nicht das gesamte CO2, das ist nur das, was rauskommt und wieder reingeht. Ja. Und ja, so, jetzt kommen wir kurz zur Erderwärmung. Dass es eine Erderwärmung gibt, ist nur die Frage, wie man das misst. Weil wir heizen alle unsere Wohnzimmer. Nicht? Das ist die Erde. Entschuldigung, diese Menge, die vom Mensch erzeugt wird, die muss ja in Relation stehen zu einer anderen Menge, die auch erzeugt wird und nicht wieder irgendwo in Lösung geht. Gibt das auch, dass CO2 erzeugt wird, das nicht wieder durch Pflanzen und so. Pflanzen schlucken ja auch CO2. Natürlich. Und immerhin ist ja der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gestiegen von 1800 bis heute. Und das geht ja vielleicht auch weiter aufgrund anderer Effekte. Alle diese Zahlen kommen alle noch. Bitte. Die grüne Lunge, was mit Brasilien Regen, weil der Wald abläuft, gibt es auch keine CO2-Aufnahme mehr. Ja. Aber es ist ein kleiner Bruchteil. Das ist, dass der Amazonas-Urwald unsere grüne Lunge wäre, ist ein großer Unsinn. Denn jeder Baum, jede Pflanze nimmt genauso viel CO2 auf,
wie sie am Ende wieder abgibt. Ja. Jeder Baum fällt irgendwann um und wird genau zu dem, was er vorher war. Er verrottet, und das ist Verbrennen, kaltes Verbrennen. Die Bakterien machen nichts anderes als oxidieren. Und der ganze Baum wird wieder zu CO2. Und zwar zu genau so viel, wie es vorher war. Also, der brasilianische Urwald erzeugt keinen Sauerstoff, sondern es ist nur ein Kreislauf. Und der Sauerstoff ist da. Moment, verrotten die immer? Oder kann man sagen, dass sie liegen bleiben, dass sie Kohle werden? Das gibt es ja auch. Ja. Deswegen haben wir die Kohle. Ja, ja. Aber das sind Minimal. Wenn das so wäre, dann würde niemand klagen, dass die Krume im Urwald so niedrig ist. Ja? Das große Problem beim Urwald ist ja, wenn man abholzt, dass die Erde nur einen halben Meter hoch ist. Und das ist gerade das, worauf die Pflanzen wachsen und was den Stickstoff erzeugt, wo die Bakterien drinnen sind. Ne? Also das ist minimal, was da übrig bleibt. Wie ist das damals passiert? Durch Verschiebungen, durch Kontinentalverschiebungen. Da ist ein ganzer Wald untergegangen. Ja? Na, okay. Und verschlossen. Dann wäre die Kohleflöte ein bisschen dünner, ne? Weil das nur ein halber Meter ist. Ja? Aber wenn man die Flöte einen halben Meter hoch, wenn man dann abholzt und die Erde erosiert, ja, dann kann sich das ja verbilden. Richtig. Das ist die ganze Verwüstung. Ja, ja. Obwohl, ich habe andere Dinge im Urwald erlebt. Ich hatte ein Haus in Brasilien. Und dieses Haus wurde aufgegeben. Und ich bin 5 Jahre danach wiedergekommen. Das Haus war weg. Das Haus bestand nur aus Bäumen. Aus den Mauern, überall kamen die Bäume raus. Das Haus war gesprengt von den Wurzeln. Da war nichts mehr von da. Also so habe ich den Urwald erlebt. Natürlich, wenn man größere Flächen abholzt, dann Zuckerrohr anbaut, solange die Krume das noch mitmacht und dann weiterzieht, das ist natürlich nicht die richtige Methode. So, aber zur Erderwärmung. Man kann natürlich, wenn man auf der Erde, nehmen wir an, es gibt keine Menschen und wir messen hier 15 Grad, hier 18, hier 14, hier 16. Und dann kommen die Menschen und die bauen Städte. Und dann haben wir in Köln plötzlich 18 Grad. Das ist so. In Köln ist es wärmer. Wir wissen, in jeder Stadt ist es wärmer als am Land. Ne? So, wenn wir das jetzt messen, haben wir schon eine Erderwärmung. Denn die Durchschnittstemperatur der Erde ist gestiegen. Weil wir die Städte messen. Ja, wir müssen ja alles messen. Ja, ja, sonst betrügen wir uns ja selbst. Ja. Die Erderwärmung durch den Menschen. Die Abwärme von 5 Milliarden Menschen auf der Erde beträgt 6.570 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht einer Leistung von 580 Kernkraftwerken. Und der Energieverbrauch insgesamt sind 142.000 Terawattstunden, also das ist alles zusammengezählt. Und wenn man nun ansetzt, dass von dieser Energie etwa ein Drittel in Arbeit umgewandelt wird und die Energie dann verschwindet und 2/3 in Wärme, dann sind das 100.000 Terawattstunden pro Jahr oder 8,6 Millionen Kilokalorien. Mit diesen 8,6 Kilokalorien kann man entweder einen Kubikkilometer Wasser um 860.000 Grad erwärmen. Oder man kann 860.000 Kubikmeter um 1 Grad erwärmen. Ist klar. Das klingt jetzt sehr viel. Ein Kubikkilometer Wasser ist eine ganze Menge. Und das kann man um 860.000 Grad erwärmen. Das ist schon eine Nummer. Nur, das Problem ist, wir haben relativ viel Wasser auf der Erde. Nämlich 1,3 Milliarden Kubikkilometer. Und wenn man das dann umrechnet, dann kann man das Wasser der Erde damit gerade um 0,00062 Grad erwärmen. Da sieht das schon anders aus. Reicht das aus, um die Pole abschmelzen zu lassen? Die Wärme, die wir erzeugen, bleibt nicht auf der Erde. Die Erde strahlt Wärme ab. Das ist ja auch das Thema, auf das wir dann zurückkommen. Treibhauseffekt. Nicht? Also die Erde empfängt Strahlung von der Sonne, aber die Erde gibt Infrarotstrahlung ins Weltall ab. Und auch das ist ein Gleichgewicht. Und selbstverständlich, wenn die Erde wärmer wird, dann strahlt sie mehr ab. Also
In 1000 Jahren können wir mit der Wärme, die wir erzeugen, das Weltmeer um 0,6 Grad erwärmen. So, das sind jetzt die globalen Temperaturen der letzten 3200 Jahre. Und da sieht man eins, erstens sieht man eine regelmäßige Schwankung. Warum das? Bitte? Darf ich eine Frage stellen? Ja. Sie haben gesagt, pro Kopf, ja? Das bedeutet, 5 Milliarden Menschen produzieren. Alle zusammen. Ja, zusammen. Aber bedeutet das, dass Sie zählen dazu auch zum Beispiel Autos und alles Mögliche? Ja, der gesamte Energieverbrauch. Ich habe ja hier geschrieben, der gesamte Energieverbrauch der Menschheit sind 142.000. Alles. Und von diesem Energieverbrauch wird ein Teil in Arbeit umgesetzt. Ja, wenn wir Autos fahren oder auch wenn wir selbst uns bewegen, auch da wird ja ein Teil in Arbeit umgesetzt, das nicht in Wärme umgesetzt wird, und etwa 2/3 in Wärme. Das ist in etwa so der Ansatz wie bei einer Kraftmaschine. Nicht? Der erzeugt also, aber das ist ja politisch eigentlich das Thema, dass der Mensch durch die erzeugte Wärme das Klima erwärmt, sondern es geht doch nur um das CO2. Nein, es geht darum, dass sich die Erde erwärmt. Ja, aber wegen der CO2-Freisetzung. Nicht nur wegen dem CO2. Wärme erzeugen. Auch wegen dem CO2, aber natürlich auch, weil wir Wärme erzeugen. Echt? Ja, da müsste man erst mal die Geburtenkontrolle einführen in Afrika fahren. Milliarden, die da. Ja, es ist ja. Stehen zusätzlich die ganzen Nutztiere, die die Menschen halten, spielen auch eine Rolle. Spielen auch eine Rolle, aber es ist natürlich schon im Wesentlichen die Industrialisierung, die die Wärme erzeugt. Es ist nicht der Mensch selber, sondern es sind unsere Kraftwerke, es sind unsere Motoren, die erzeugen die Wärme. Dort, wo wir den Kohlenstoff verbrennen, dort, wo wir das Öl verbrennen, ja, das ist das Problem. So, ja, also die Temperatur auf der Erde schwankt in regelmäßigen Abständen. Warum das so ist, weiß man nicht. Aber immer dann, wenn es so ein Maximum durchlaufen ist, dann ging es der Menschheit gut. Dann kam es zu kulturellen Blüten, dann gab es keine Hungersnöte, dann gab es Überfluss an Lebensmitteln. Und wir sind jetzt voraussichtlich am Ende einer warmen Zeit. Wenn man diese Schwankungen zugrunde legt, dann könnte das so aussehen. Und was das bedeutet, sehen wir auch gleich. So, jetzt die globale Erwärmung der letzten Jahre, die war in Wahrheit null. Das war die Zahlen, die vom IPCC verwendet werden, stammen alle aus einer Zeit vor 2000. Und jetzt wird nur mehr herumgeeiert, ja, weil man feststellt, es wird nicht mehr wärmer. Ja? Bitte? Vor 2000 ging es aber doch auch, was sehe ich da? Also das ist der Durchschnitt von dieser Kurve. Aber links ist 2000, da ging es doch links von 2000, ging es doch hoch. Ja. Naja, also ich sage, andersrum, also es wird kälter. Ja, es sagt ja niemand, natürlich gibt es Temperaturschwankungen. Ja. Wo werden die Temperaturen dann gemessen? Antarktis? Nein, da gibt es, das ist festgelegt, da gibt es, ich glaube, 400 Messstellen auf der Welt. Also überall. Terrestrisch, ja. Und die sind festgelegt und da gibt es auch Vertrauensanalysen über die einzelnen Messstellen. Man hat auch einige rausgenommen. Ja. Also, aber das sind terrestrische Messungen. Das sind Messungen am Boden. Da müssen wir gucken, was links von 1998 ist. Da geht es vielleicht noch ein bisschen weiter runter und deswegen haben die gedacht, im Jahr 2000, es geht hoch. Ne? Ja. Und das war der links natürlich. Natürlich. Die Kurve hast du aber nicht. Links davon von 2000. Ja, alles hat. Von 98. So, ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Bild, denn worüber wir nicht gesprochen haben vorhin, das ist der Wasserdampf, der in der Luft ist. Denn das bezieht sich alles auf die trockene Luft. Und in der Luft sind etwa 1-4% Wasserdampf. Also enthält die Luft 30 bis 140 Mal mehr Wasserdampf als CO2. Und diese beiden Stoffe, CO2 und Wasserdampf, sind verantwortlich für den Treibhauseffekt. Oder wenn man das anders sieht, auf ein CO2-Molekül kommen 82.000 Wassermoleküle. So sind die Verhältnisse. Das ist immer eindrucksvoll. So, jetzt kommen wir zum Treibhauseffekt. Da werden ja die unterschiedlichsten Dinge
erzählt. Also das ist ein Treibhaus. Ein Treibhaus funktioniert so, dass die Sonne auf das Glasdach scheint. Im Glasdach wird schon ein Teil der UV-Strahlung in Infrarotstrahlung, in längerwellige Strahlung umgewandelt. Dann kommt die Strahlung am Boden an. Da wird dann die gesamte Sonnenstrahlung in Infrarot umgewandelt, reflektiert sicher auch vom Boden, reflektiert dann hier an den Decken. Und da das Treibhaus geschlossen ist, bleibt die Wärme da drin. Das ist ein Treibhaus. Und der große Irrtum ist, unsere Welt funktioniert nicht so, weil wir kein Dach haben. Moment, das ist jetzt ein Glasdach, also die Wärmestrahlung kann ja auch durchs Glas durch und die heiße Luft bleibt drin. Infrarotstrahlung geht durchs Glas sehr schlecht durch, wie wir wissen, deswegen haben wir ja Glasfenster. Und Dreifachverglasung, gut, das ist dann noch besser, nicht? Aber wir haben Glasfenster, weil die sehr gut isolieren, also sehr wenig Wärmestrahlung durchlassen. Und deshalb verwenden wir auch Glashäuser. Genau aus diesem Effekt, weil UV-Strahlung durchgeht und Infrarotstrahlung nicht, die bleibt. Ja? Ich hatte mal bei einem Streit mit einem Grünen, habe ich immer empfohlen, er soll bei seinem Treibhaus das Dach wegtun. Ob es dann auch noch funktioniert. Ja, das funktioniert natürlich nicht, das ist klar. Nicht? Dann kommt Konvektion. Erstens geht die Strahlung dann raus und zweitens kommt die Konvektion. Die warme Luft, die hier entsteht, steigt auf und ist weg. Ja? So einfach ist das. Nicht? Ja, also eine Reflexion von Strahlung, das muss man auch wissen, gibt es nur an Feststoff. Gase reflektieren kein Licht, sonst würde man die Gase sehen. Das ist so. So, das habe ich auch aus dem Internet. Nicht? Das ist ja ganz lustig. Da kommt ja auch die Sonnenstrahlung rein, nicht? Und dann sind hier die Treibhausgase. Das soll das Dach darstellen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wie wir wissen, Gase sind vollkommen mischbar. Nicht? Und es ist hier unten, oben genauso viel CO2 wie hier unten. Also das ist falsch. Und so eine Reflexion gibt es natürlich nicht. Es wird ja eher immer dünner. Es wird immer höher, ich komme. Natürlich. Umso dünner wird das Dach. Ja. Naja, aber da gibt es indirekt. Da gibt es indirekt. Dadurch, dass CO2 und Wasserdampf vielleicht, wenn ich die Treibhausgase und Wasserdampf mit einziehe, ja, dass die warm werden, ja, durch die Wärmestrahlung, und damit die Wärmestrahlung nicht rausgeht, aber es ist ja reflektiert. Also irgendwie bleibt es dann auch unten. In den feuchten Nächten bleibt ja mehr Wärme unten. Ja. Ein bisschen ist ja was daran, dass es wärmer bleibt, wenn also Wolken, wenn der Himmel Wolken ist. Ne? Natürlich. Und, ja, klar. Ja. Ja. Ohne Reflexion bleibt dann die Wärme unten. Ja, ne, das ist, weil das CO2 und das Wasser tatsächlich Wärmestrahlung aufnehmen, absorbiert. Und deshalb wird das warm. Ja? So, aber da kommen wir gleich zu. So, wir kommen jetzt zur Absorption von Strahlung. Was bedeutet das? Ne? Absorption von Strahlung bedeutet, dass so ein Molekül bei einer bestimmten Wellenlänge zu schwingen beginnt. Eigenfrequenz kennt jeder, nicht? Eigenfrequenz von einer Pendel, eine Pendeluhr hat eine Eigenfrequenz, geht immer gleich hin und her. Nicht? Oder wenn draußen ein LKW vorbeifährt und die Fensterscheibe plötzlich zu brummen anfängt, dann hat der Motor plötzlich die gleiche Frequenz wie die Eigenfrequenz des Fensters. Also das wäre im Grunde genommen Resonanz. Ja, okay. Ja. Dann ja. Verstehe ich das. Ja. Ja, und das ist das Gleiche. Auch das ist eine Resonanzschwingung. Ja? Wenn eine Wärmestrahlung auf ein CO2-Molekül trifft, dann kommt das in Schwingung. Und dieses CO2-Molekül kann aber auch diese Schwingung wieder einstellen und die Strahlung wieder abgeben. Auch das geht. Wenn man, also man kann einen Lichtstrahl zerlegen in die einzelnen Wellenlängen. Das geht relativ einfach, indem man so ein Glasprisma nimmt. Ihr kennt das alle, wenn man bei einem geschliffenen Spiegel auf der Seite hinschaut oder eine Spiegelung hat, dann sieht man alle Spektralfarben manchmal. Oder wenn Öl auf Wasser schwimmt, dann hat das immer auch sehr schöne Farben.
Das ist auch das Gleiche. Da hängt zwar mit Löschung zusammen von bestimmten Strahlen wegen der Dicke des Ölfilms. Aber man macht sich das zunutze, um Messungen zu machen. Und wenn man so ein CO2 vermessen möchte, dann macht man das, indem man eine Küvette nimmt, also einen kleinen Behälter. In dem Fall macht man den aus Natriumchlorid, weil das Natriumchlorid kein Infrarot absorbiert. Und da schickt man einen Strahl durch und misst hinten die Intensität. Da misst man vorne und hinten die Intensität und dann hat man ein Maß für die Absorption, wie viel verschwunden ist in dem Stoff. Ja? Und zwar bei der Wellenlänge, die man hier ausgesucht hat. Und man kann dieses Prisma dann ein bisschen drehen, sodass dieser grüne Strahl dann durchkommt und so kann man bei jeder Wellenlänge messen, was dieser Stoff absorbiert. Und das nennt man dann ein Absorptionsspektrum. Das ist so ein Absorptionsspektrum. Hier sieht man die Wellenlänge, ja, das sind diese einzelnen Strahlen, die hier durchgeschickt werden. Und dann zeichnet hinten einfach ein Schreiber auf, wie viel durchgekommen ist oder wie viel nicht durchgekommen ist. Ja. Und dann bekommt man dieses Spektrum. Und man nennt diesen Quotienten I durch I0, also das, was am Ende ankommt, durch das, was man vorne reinschickt, nennt man Extinktion. So, jetzt haben wir hier die Strahlung, die die Sonne in etwa auf die Erde schickt. Das ist ein 6000 Grad Strahler. Ich habe vorhin schon gesagt, die Sonne hat etwa 6000 bis 7000 Grad. Und wenn man einen Stoff nimmt, der 6000 Grad hat, dann emittiert er dieses Spektrum an Strahlung. So, und jetzt die Erde bei minus 18 Grad strahlt in das Weltall ab. Und da kennt man auch das Spektrum, die Verteilung. Ja? Und das ist diese, im Infrarot. Denn alles das, was hier ankommt, wird irgendwann in Infrarot umgewandelt und wird dann längerwellig abgestrahlt. So, jetzt kommen wir zum Treibhauseffekt. Das ist jetzt dieses Spektrum für Wasserdampf. Also diese Küvette, Wasserdampf drin, und da sieht man, wo der Wasserdampf überall absorbiert. Das heißt, dieses Wassermolekül, das ist gewinkelt, kann verschiedene Schwingungen machen. Ja? Es kann so schwingen, ja, es kann so schwingen, es kann sich dehnen. Das sind alles diese Schwingungen. Da absorbiert das Wasser. Und hier sieht man das Spektrum von CO2. Das ist das Gleiche, auch die einzelnen Schwingungen. Jetzt sieht man noch, dass natürlich dieser Bereich entscheidend ist. Da, wo die Erde abstrahlen soll, damit sie die gleiche Temperatur erhält. Nun, das sind diese zwei Bande, die sind diese und diese sind uninteressant, weil diese ist da, wo keine Strahlung mehr ist und diese ist vollkommen abgedeckt vom Wasserdampf. Also wenn da CO2 absorbiert, ist das egal, weil der Wasserdampf schon vollkommen absorbiert. Worum geht es beim Treibhauseffekt? Es geht um diese Bande. Um 13,5 Mikrometer. Diese Bande deckt sich nicht völlig mit der Absorption des Wassers. Und wenn das so ist, dass wir mehr CO2 haben, dann kann nur hier sich die Atmosphäre mehr aufwärmen und weniger abstrahlen. Aber es war viel mehr Wasser in der Atmosphäre als CO2. Ja, viel mehr. Richtig. Viel mehr. Wie viel? Vielleicht 1000 Mal? Ja, 300 Mal mehr. Ja, aber das ist ja der Punkt. Also muss man ja die eine Grafik noch ein bisschen 300 Mal länger machen, die obere Wasserdampfgrafik, wenn man das vergleichen will, quantitativ. Ja. Man kann mal höher zeichnen, theoretisch. Ja, aber man sieht hier, dass die Extinktion 100 ist. Also man hat durch diese Küvette bei dieser Wellenlänge durchgestrahlt und hinten kam nichts raus. Ja. Ja? Das heißt, wenn man jetzt eine Schicht Wasser hätte und eine Schicht CO2, dann ändert sich nichts, es kommt nichts an. Ja? Ja, wenn man das mit dem Volumen multipliziert, könnte man die Kohlendioxidkurve 300 mal kleiner machen. Ne? Ja, ja. Um das zu vergleichen, mal qualitativ mit der anderen Kurve. Ja, okay. Also ist sie eigentlich weg. Ja, das ist nicht quantitativ, es ist nur qualitativ hier aufgezeigt. Aber wie gesagt, bei der ganzen Treibhauseffekt-Diskussion geht es nur um diese 13,5 Mikrometer.
Und ja, und was man eben auch sieht, nicht, der Treibhauseffekt wird durch das Wasser hier und hier durch das Wasser verursacht. Das ist jetzt die richtige Strahlung, wie sie von der Sonne kommt. Und da sieht man einmal die Kurve, was die Sonne emittiert. Und darunter sieht man die Kurve, was an der Erdoberfläche ankommt. Und da sieht man das Gleiche. Da sieht man einmal, dass das Ozon hier im kurzwelligen Bereich absorbiert und nichts mehr durchkommt. Ja, das ist das Thema Ozonloch. Und dann sieht man, dass in dem Bereich, hier wo O3, auch Ozon absorbiert auch hier. Und hier sieht man die einzelnen Bande, nennt man das, vom Wasser. Also auch was die Sonne an Strahlung reinschickt, wird auch bei bestimmten Wellenlängen vom Wasserdampf in der Atmosphäre absorbiert und in Wärme verwandelt. Ja? Und das, was unterhalb dieser Kurve ist, das kommt am Boden an. Und da sieht man dann auch hier das CO2, das aber auch abgedeckt ist vom Wasser. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen Rechnung, Mathematik. Das Lambert-Beersche Gesetz. Das ist ganz einfach vor sich. Ja? Diese Extinktion, von der ich vorhin gesprochen habe, also das Verhältnis von dem, was hinter der Küvette ankommt und vorne reingeht, ist gleich der Konzentration des Stoffes, den wir durchstrahlen, mal einer Stoffkonstante, das ist der Extinktionskoeffizient, und mal der Länge, die wir durchstrahlen. Das ist ganz einfach. So, und wenn wir jetzt nehmen CO2, von 0 bis 10.000 Meter Höhe haben wir eine Konzentration von 0,0103 Mol pro Kubikmeter. Das müssen Sie mir jetzt abnehmen, dass das richtig ist. Ja, der Chemiker rechnet immer in Mol, weil diese Verhältnisse alle auf Mol bezogen sind. Die ganze Mathematik ist auf Mol bezogen. Und ein Mol sind 6 mal 10 hoch 32 Moleküle. Das ist eine Konstante. So, dann bei 357 ppm sind das 0,0109. Und dann hat man den Extinktionskoeffizienten gemessen bei 13,8 Mikrometer und der ist 20,2 Quadratmeter pro Mol. So, wenn wir das ausmultiplizieren, mal also die 0,013 mal dem Extinktionskoeffizienten, mal der Länge, 10.000 Meter Höhe, ja, hier das Gesetz, dann kommen wir auf die Extinktion. Und die ist 208. Und die Absorption ist dann 10 hoch 208. Beziehungsweise die Transmission 10 hoch minus 208. Das bedeutet, in 10.000 Meter Höhe kommt absolut nichts an von dieser Strahlung bei 13,8 Mikrometer, weil schon alles absorbiert ist. Ich habe die Rechnung dann noch weitergeführt und mal 10 Meter gerechnet. Was passiert in 10 Meter Höhe? Wie ist da die Absorption? Und da kommt man auf eine Transmission von 10 hoch minus 2 oder 0,0063 in 10 Meter Höhe. Und das bedeutet, dass in 10 Meter Höhe bereits 99,37% der Wärmestrahlung, die vom Boden reflektiert werden, absorbiert sind. Bei dieser Konzentration von 357 ppm. Und das heißt, dass ein Mehr an CO2 nichts ändert. Gar nichts. Das ist klar geworden? Aber echt, in den kalten Nächten oder in den warmen Nächten sind die Wolken ja ein bisschen höher als 10 Meter. Wir reden hier von CO2. Okay, dass das Wasser, okay. Natürlich, das beobachten wir, bei Wasser beobachten wir den gleichen Effekt. Wenn Wolken sind, dann steigt die Strahlung auf, wird absorbiert. Das ist da oben. Auf dem Weg, natürlich auch auf dem Weg vom Dampf. Und eine Wolke ist ein Feststoff. Und ein Feststoff reflektiert auch. Und darum reflektiert eine Wolke auch
Wärmestrahlung unten schon weg ist wegen dem CO2, dann ist das nein, wir reden von 13,8 Mikrometer. Nur eine ganz bestimmte Bande dort, wo das CO2 absorbiert. Okay, verstehe. Ja? Es gibt ja noch den ganzen anderen Bereich, okay, in dem das Wasser absorbiert. Also wahrscheinlich mehr Wärmestrahlung. Wesentlich mehr. Wesentlich mehr. Also der ganze Treibhauseffekt ist nur Wasserdampf getrieben. Ja? Und das CO2 spielt, wie man sieht, absolut keine Rolle. Ich meine, diese Zahl muss man sich mal vorstellen. Nicht? 10 hoch minus 208. Das ist eine 0, dann 208 Nullen. Ja. Ist das deine Rechnung oder haben wir auch gerechnet? Nicht, dass du dich vom Patienten und Patienten berechnet hast. Nein, habe ich nicht. Hast du das gerechnet oder andere? Also, das haben andere auch gerechnet. Da gibt es übrigens einen schönen Artikel im Internet, der heißt: Ist der Treibhauseffekt ein spektroskopischer Artefakt? Und da gibt es eine Menge von Artikeln, die findet man alle nicht über Google. Sondern nur über Yahoo. Mhm. Ja. Bitte? Das weiß ich nicht. Also ich suche immer, wenn ich etwas finden möchte und ich finde das nicht und ich kann es nicht glauben, dass es das nicht gibt, dann schaue ich immer bei Yahoo und bei anderen Suchmaschinen und dann findet man solche Dinge, reihenweise. Ja. Auch bei Wikipedia wird das alles unterdrückt, das ist alles weg, verschwindet. Also den Artikel unter dem Titel, ja, kann man sich dann rausholen. Das ist jetzt ein bisschen viel, ne? Nein. Dann ja, wird immer wieder über Rückstrahlung gesprochen. Da will ich nur kurz ansprechen, denn das Problem ist immer, diese Dinge gibt es alle. Es gibt einen Treibhauseffekt, der zwar nicht wie ein Treibhaus funktioniert, sondern etwas anders, aber es gibt ihn. Die Frage ist ja nur, ist es gefährlich oder ist es normal? Und bei der Rückstrahlung von CO2 ist das auch so. Es gibt Rückstrahlung von CO2. Also einen ganz einfachen Grund, wenn man hier ein CO2-Molekül hat und hier kommt ein H-Nü, ja, eine Strahlung an, dann wird das angeregt. Hier die Schwingung, ja, hier eine Schwingung, dann schwingt das. So, dann gibt das diese Schwingung als Wärmestrahlung wieder ab. In alle Richtungen. Ja? Also auch zurück. Aber nur, wenn es woanders kälter ist. Ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Genau. Das wird wieder aufgefangen und im Wesentlichen wird die Wärme in diese Richtung transportiert. Trotzdem es diese Rückstrahlung gibt. Man kann das nicht verneinen, dass es die nicht gibt. Es gibt sie. Ja? Sie ist nur irrelevant. Es erfordert, dass es auf der Erde kälter ist als in der Luft oben. Dass ja, diese Rückstrahlung stattfindet, ne? Ja. Ja. Und diese Rückstrahlung, die ist relevant in Öfen. In Öfen kann man die auch messen, und zwar deswegen, weil dort der CO2-Gehalt wesentlich höher ist und weil die Temperatur wesentlich höher ist. Und da findet man im VDI-Wärmeatlas solche Kurvenschaden für Leute, die Öfen berechnen, die wissen wollen, wenn ich hier ein Feuer habe mit 1200 Grad, und im Abstand von einem halben Meter ist die Wand, die ich erhitzen möchte, wie viel Wärme kommt da an? Ja? Das ist die Strahlungswärme und dann ist die Frage, was macht die Rückstrahlung? Und da sieht man eben diese Kurven. Also man sieht hier bei Temperaturen, die wir auf der Erde eben nicht haben, wird das relevant. Bei Temperaturen von 0 Grad, das ist die Kurve, von 0 Grad, ja? Ist das irrelevant. Das spielt keine Rolle. Aber es gibt's. Ja, und für Wasser gibt es das Gleiche. Bei Wasser ist die Rückstrahlung etwas höher, aber hier auch nur 0,2%. Ja? Das ist immer das ganze Problem bei diesem Thema, nicht? Wenn jemand kommt, aber die Rückstrahlung. Man kann nicht sagen, nein, das gibt es nicht. Man muss da sehr in die Tiefe gehen. Und das dann sehr genau diskutieren und erläutern, um die echten Verhältnisse zu erfahren. Ich habe dann nur noch eine Rechnung gemacht, weil es Leute gibt, die behaupten auch, dass das CO2 isoliert die Erde. Also die Wärmeleitung wird verringert durch das CO2. Leider stimmt das auch. Und
Da sieht man hier die Wärmedurchgangskoeffizienten von Kohlendioxid, der ist 0,016 und von Luft ist er 0,026. Ja? Also wenn der Wärmedurchgangskoeffizient niedriger ist, dann isoliert das besser. Ja? So, ja, dann habe ich aber mal die Verhältnisse umgerechnet mit den 0,038%. Nicht? Und wenn man das dann umrechnet, dann sieht man, das ist der Unterschied. Nicht? Ja? Also hier in der fünften oder sechsten Stelle hinterm Komma. Also das ist auch lächerlich. Ja, es gab schon Eiszeiten bei 500 ppm CO2. Ein weiterer Beweis, dass diese ganze CO2-Theorie nicht stimmen kann. Hier sieht man die letzten Eiszeiten. Hier hatten wir 1500 ppm, das ist dann runtergegangen. Denn es gibt noch einen wichtigen Effekt, CO2-Gehalt. Wir haben schon vorhin gelernt, dass sich die Löslichkeit verringert, wenn die Temperatur des Lösungsmittels steigt, also des Wassers. Und dann sieht man auch hier, als die Eiszeit kam, ging das CO2 runter. Hier war die antarktische Vereisung etwas geringer. Wenn man möchte, kann man hier herauslesen, dass das CO2 ein bisschen mehr geworden ist. Dann ist wieder eine Eiszeit gekommen. Das CO2 ist noch weiter runtergegangen. Ja? Das sind Millionen Jahre von heute. Ne? Das ist nicht so ferne Geschichte. Und dann sieht man hier hinten, hier sehen Sie den Haken? Über den diskutiert man heute. Das ist der Haken. Ja, nee, er ist da. Er ist da. Ja? Ohne Frage. Ja. Da ist er. Das ist der berühmte Hockey-Schläger. Das ist der Hockey-Stuhl, genau. So, wenn man sich jetzt den Haken genauer ansieht, dann sieht man, dass die Temperatur gestiegen ist. Hier ist die letzte Eiszeit zu Ende gegangen und dann ist die Erdtemperatur gestiegen. Ja? Warum auch immer. Ich persönlich glaube, dass natürlich die Sonneneinstrahlung einen großen Effekt hat, aber es war sicher nicht der Mensch. Ja? Hier sicher nicht. Also den kann man es nicht in die Schuhe schieben. Aber man sieht eins, dass das sehr schön parallel geht. Und man sagt heute, dass nach einer Temperaturerhöhung mit einer Nachlaufzeit von 1000 Jahren steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Also es ist nicht so, dass das CO2 die Erwärmung verursacht, sondern die Erwärmung verursacht das CO2. Möglicherweise wegen der geringeren Löslichkeit von CO2 im Meerwasser, oder? Weil das Meerwasser wird wärmer, ja. Und dann gast das Meer aus. Richtig. Ist das das? Ja, das ist es. Ja, sagen wir mal, es nimmt weniger auf. So muss man es sehen. Ja? So. Das wärmer wird dann. Aber das ist der Hockeystick, ja, den man überall sieht. Ja? Ein ganz klarer Zusammenhang mit dem Ende der Eiszeit. So, Pflanzen. Der CO2-Gehalt liegt heute bei 3380 ppm. Und das ist in der Erdgeschichte ziemlich die unterste Konzentration. Eine Erhöhung um 600 ppm, das macht man übrigens in Gewächshäusern. In Gewächshäusern pumpt man CO2 rein auf 600 ppm. Das macht dem Menschen nämlich nichts. Wir werden erst ein bisschen blem bei 2%, ja, 2-10%, dann, aber das passiert nur deswegen, weil wir dann nicht mehr ausatmen können. Ist das CO2 nicht auch schwerer? Das CO2 ist schwerer, aber grundsätzlich ist es so, dass sich Gase vollständig mischen. Okay. Ja, also es ist so, das kennt man von Weinkellern, wo es jedes Jahr Tote gibt, weil dort das CO2 entsteht, das ist schwerer, im Weinkeller unten bleibt. Dann geht der Weinbauer runter, ohne Kerze, fällt um und ist tot. Ist aber ein schöner Tod. Das sind aber schön. Schmerzlos. Also wenn ich jetzt die Flasche frei aufgemacht habe vorher. Ja, also eine Erhöhung um 600 ppm steigert das Pflanzenwachstum um 30-50%. Darum wollte ich sagen, wir sollten froh sein, dass wir nicht weniger CO2, sondern mehr CO2 heute in unserer Atmosphäre haben.
Denn unter 150 ppm CO2 sterben die meisten Pflanzenarten schon. Und bei 50 ppm gibt es keine Pflanzen mehr. Jetzt muss man sich mal diese Maßstäbe vorstellen. Ja, bei 50 ppm sind wir alle tot. Bei 150 ppm sind wir auch tot. Wir haben jetzt 380. Das ist gar nicht viel Spielraum. Da ist nicht viel Spielraum. Sind ja nur 230. Der Spielraum ist nach oben, aber nicht nach unten. Wie ist das eigentlich bei der Berechnung dieser ganzen Geschichten, auch diese urgeschichtlichen Sachen, mit der vulkanischen Aktivität? Da muss ja auch irgendetwas passiert sein. Da gab es ja Ausstöße von Vulkanasche, die die Welt verdunkelten. Ja, klar. Hat man das dann womit berechnet? Hat man das damit reingebracht? Ja. Oder ist diese Kurve immer gleich bei? Nein, du hast ja vorhin gesehen, dass diese Kurven enorm schwanken. Und dann rechnet man halt einen Trend über die Jahrtausende und über die Jahrmillionen. Und dann sieht man halt diese Schwankungen nicht mehr. Aber die sind selbstverständlich da. Wie wir sie ja auch jetzt schon bei El Niño und El Niño sehen. Auch da, das sind nur kleine Temperaturschwankungen. Und auch da sehen wir schon einen Unterschied. So, also das bedeutet den Tod aller Pflanzen und damit den Tod aller Tiere und aller Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt sogenannte C3-Pflanzen und sogenannte C4-Pflanzen. Und da hat man gemessen, wie die CO2-Aufnahme ist und das Pflanzenwachstum. Da gibt die C3-Pflanzen, das sind die meisten Pflanzen, 90% der Pflanzen, die heißen C3, weil sie in einem Zyklus eine C3-Dicarbonsäure, drei Kohlenstoffatomen, bilden. Und die C4-Pflanzen bilden eine C4-Ketokarbonsäure bei der Assimilation. Und dieser C4-Prozess ist einem C3-Prozess dann vorgelagert. Und diese C4-Pflanzen, das sind nur 10%, die wachsen nicht stärker bei höherem CO2. Und hören auch bei niedrigeren Konzentrationen an CO2 aufzuwachsen. Aber die C3-Pflanzen, das sind die, von denen wir eigentlich alle leben, die haben hier Null. So, jetzt kommen wir zu der globalen Erzeugung des Menschen, damit wir die Verhältnisse sehen. Aber das wissen Sie eh alles, nicht? Das ist das, was Deutschland erzeugt und der Rest der Torte ist das, was die restliche Welt erzeugt. Und jetzt wollen wir jetzt kleiner machen und damit die Welt retten. Das ist der CO2-Ausstoß, der weltweite, seit 1960. Da sieht man eins, der ist tatsächlich gestiegen und das ist jeweils der Jahresausstoß. Immer ein Jahr. Hier ist der Jahresausstoß in den letzten 5 Jahren etwa konstant geblieben bei 35.000 Tonnen. 35.000 Millionen Tonnen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal ausgerechnet, das ist das CO2, das in der Atmosphäre ist, in Tonnen. Die 380 ppm sind 600 Milliarden Tonnen. Hier habe ich aufaddiert, was wir seit 1960 an CO2 erzeugt haben, wir Menschen. Jedes Jahr dazu. Von dieser Kurve, die Sie davor gesehen haben, alles dies, jedes Jahr habe ich aufaddiert, und bin dann auf diese Menge gekommen. Und das CO2, das wir heute in der Atmosphäre haben, ist dieses. Da stellt sich jetzt die große Frage, wo ist der Rest? Das heißt, das alles ist verschwunden. Das bisschen, finden wir in der Atmosphäre. Und ich behaupte, selbst das ist nicht das vom Menschen erzeugte CO2, sondern das ist das, was einfach aufgrund der Erderwärmung nicht in den Ozeanen oder schlechter in den Ozeanen absorbiert wird. Ich denke, das ist schon sehr eindrucksvoll. Ich habe vor einer Woche am Stand, da gibt es ja immer diese Diskussionen, da kam ein junger Mann und ich habe ihn gefragt, was glauben Sie denn, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist? Da hat er erst herumgedruckt, nicht? Und dann sagt er, 70%. Er behauptet, er wäre Ingenieur.
Das heißt, der Schluss, dass unsere Autos eigentlich sowas sind, die Dünger für unsere Pflanzen. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn ich dazu ja, auch das Stickoxid. Ja, das sind eigentlich auch das Stickoxid. Die Pflanzen brauchen Nitrate, die erzeugen selber Nitrate. Ja? In der Luft entstehen Nitrate durch die Oxidation des Luftstickstoffs, durch die Sonnenstrahlen, durch die UV-Strahlen. Das brauchen die Pflanzen. Das regnet nieder. Also gut, dann ist es also in pflanzliche Stoffe, also in Kohlenwasserstoffe, die also die Pflanzen erzeugt wurden, aufgenommen worden. Nein. Das was, das Rote? Nein. Nein. Das ist der globale CO2-Kreislauf. Das ist die Erde, hier oben. Ja. Hier ist der Meeresspiegel. Das Meer löst das CO2. Und im Meer befindet sich Plankton. Und dieses Plankton ist Massen in der Masse um einiges mehr als der gesamte brasilianische Urwald. Und die gesamten Landpflanzen, die wir haben. Und dieses Plankton bindet das CO2. Das CO2 wird also in Planktonwachstum umgewandelt. Es bildet sich eine organische Masse. Dieses Plankton stirbt irgendwann. Das Plankton stirbt, sinkt auf den Boden des Meeres ab. Und am Boden des Meeres wird das durch eine Art Gärung umgewandelt zu Methan. Und dann Methanhydrat. Und damit in diesen Tiefen zum Methanhydrat. Methan löst sich bei diesem Druck und der Temperatur, die wir am Meeresboden haben, im Wasser und bildet, das habe ich vorhin schon gesagt, einen weißen Kristall. Den kann man auch erzeugen, den kann man auch in die Hand nehmen, der hat allerdings bei Normaldruck wie Eis minus 7 oder minus 8 Grad, den kann man anzünden. Und dann sieht das so aus, das ist brennendes Methanhydrat. Ja? Brennt wie ein Gasherd. Und das ist ein Foto von der vom Meeresboden. Ist das so? Nicht das, was man einsammeln wollte und dann damit Befeuerung? Das wird mit Sicherheit ein Energieträger der Zukunft. Denn also die Lagerstätten sind gigantisch. Sind gigantisch und dort verschwindet. Sehr tief, die sind sehr tief, ja, das ist richtig. Die sind schwer zu heben. Ja. Aber sie sind da. Das entsteht durch das Plankton. Das entsteht durch das Plankton. Und dort ist dieses CO2, das wir hier vermissen. Ja? Dort ist das. Und das heißt, im Umkehrschluss, die Kohlenwasserstoffe entstehen so schnell, wie wir sie verbrennen. Ja. Ist das nicht irre? Ja, hier sehen Sie die Lagerstätten von Gashydrat. Man weiß das heute ziemlich genau. Das ist alles kartografiert, wo das liegt. Natürlich dort, wo die größten Tiefen sind und wo die kältesten Meere sind. Ja. Und so sieht das aus. Ne? Das ist ein Querschnitt. Das ist ein Querschnitt, ja. Da ist so Erde drüber, Sediment drüber und drunter liegt das Gashydrat, solche schönen Kristalle. Es gibt da auch Vermutungen, das Bermuda-Dreieck. Ne? Okay, durch die Gasbläschen, die Schiffe untergehen, weil die Tragfähigkeit sich verändert. Ja, wenn man sich vorstellt, wenn tatsächlich durch eine Bodenverschiebung oder kleinen Vulkanausbruch da eine Menge Methan frei wird, dann schäumt das Wasser und ein Schiff verschwindet. Innerhalb einer Sekunde ist das weg. Und bei Flugzeugen, wenn die Methanblase dann aufsteigt und die zündet, dann ist das Flugzeug auch weg. Aber ist Theorie. Meine Theorie. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich wäre das sehr plausibel. Ich glaube, das hat man schon so versucht zu konstruieren. Ja. Klimawandel durch CO2-Anstieg. Nein, das stimmt nicht. Der CO2-Anstieg kommt durch den Klimawandel. In warmen Zeiten löst sich weniger CO2 im Meer, deshalb steigt die Konzentration in der Atmosphäre leicht an. Ja, so muss man das ausdrücken. Es löst sich weniger im Meer. Historisch steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre ca. 1000 Jahre nach einer Erwärmung. Und CO2 hat allenfalls einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Erdtemperatur. Ich hoffe, dass das allen
klar geworden ist. Dann gibt es noch das Thema Versäuerung der Ozeane, großer Unsinn. Schalentiere haben sich vor 600 Millionen Jahren gebildet, da war der CO2-Gehalt der Luft um einiges höher. Ja? Und heute, wenn die Meere wärmer werden, dann haben wir eher zu wenig CO2, als dass die versäuern können. Versäuern heißt ja, dass sich Kohlensäure bildet und dann meinen die Leute, dann löst sich der Kalk der Schalentiere. Das ist natürlich ein Blödsinn, der besteht aus CO2. Der Kalk der Schalentiere besteht aus CO2 plus Calciumhydroxid. Was war das letzte? Calciumhydroxid. Okay. Ja, die nehmen Kalk auf, ja. Ja, durch das Futter und bilden ihren Panzer mit dem CO2, das im Meer gelöst ist. Und das kann nicht versäuern, ja, weil der pH-Wert sich nicht verändern kann durch mehr CO2. Ja, zu dieser Zeit war der CO2-Gehalt 20 Mal höher als heute. Ohne CO2 würden die Schalentiere sterben und sollte die Erde wärmer werden, löst sich weniger CO2, das haben wir schon gesagt. Zur Zusammenfassung, CO2 in der Atmosphäre ist lebensnotwendig, CO2 ist nicht giftig, auch wenn man stirbt, wenn man 10% CO2 in der Luft hat. Aber dann sterben wir nicht an einer Vergiftung, sondern dann sterben wir deswegen, weil in unserer Lunge das CO2 nicht mehr ausgasen kann, weil das ein Gleichgewicht ist. Es bleibt gelöst im Blut. Nicht? Also im Prinzip ist das so ein Effekt wie ein Taucher, der Tiefsee taucht und dann löst sich immer mehr CO2 in seinem Blut und wenn der dann auftaucht, stirbt er. Ja, die Erde existierte mit wesentlich höheren Konzentrationen bei niedrigeren Erdtemperaturen. Der moderate Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist eine Folge der nacheiszeitlichen Erderwärmung. Den Treibhauseffekt durch CO2 gibt es nicht, also durch den zusätzlichen gibt es nicht. Ich habe das ja, denke ich, das muss ich umschreiben, das ist nicht ganz korrekt. Denn den Treibhauseffekt gibt es, er ist nur irrelevant. Zu wenig CO2 in der Atmosphäre wäre gefährlicher als zu viel. Pflanzen wachsen bei erhöhtem CO2-Angebot schneller. Mehr CO2 führt nicht zu einem Anstieg der globalen Temperatur. CO2 wird in gewaltigen Mengen in den Ozeanen zu Methan und Methanhydrat abgebaut. Eine Versäuerung der Ozeane und Tod der Schalentiere durch CO2 ist unmöglich. So. Das ist die Quintessenz. Ja.